Hi, ich bin Jonas, 20 Jahre alt und mache eine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker bei Trox. Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre lang. Als zukünftiger Experte für Metalltechnik bin ich für die Planung und die Montage der Metallkonstruktionen zuständig. Herr Bürger, was muss man eigentlich mitbringen, um bei Trox sich als Konstruktionsmechaniker zu bewerben? Als Konstruktionsmechaniker solltest du auf jeden Fall ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen haben, ein gutes technisches Verständnis und deine Lieblingsfächer sollten am besten Mathe und Physik sein. Am besten kann ich das Schweißen. Mein Lieblingsverfahren ist das Wigschweißen. Und welchen Schulabschluss benötigt man? Als Konstruktionsmechaniker brauchst du mindestens den Realschulabschluss. Bei uns lernen wir nicht nur das Wigschweißverfahren, sondern auch das Max-Schweißen, Gasschmelzschweißen und Lichtbogenhandschweißen. Und welche Möglichkeiten hat ein Konstruktionsmechaniker nach der Ausbildung hier bei Trox? Da ihr Konstruktionsmechaniker einen großen Abteilungsrundgang habt, habt ihr nach der Ausbildung die Möglichkeit, sowohl beim Schweißen als auch an Stands- und Kantanlagen zu arbeiten. Bei uns wird auch jeder Auszubildende übernommen. Damit ich das Projekt umsetzen kann, lernen wir alle Fertigungsverfahren der Metalltechnik. Dazu gehören das Bohren, Schleifen, Kanten sowie auch das Drehen und Fräsen. Passend zur Praxis wird auch die Theorie vermittelt. Wir bei Trox bekommen sogar einen Grundlehrgang Pneumatik. Der steht für mich jetzt an. Wenn das alles zu mir passt, wie kann ich mich dann letztendlich bewerben? Dann bewerbe dich einfach unter www.trox.de/karriere. Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, bewirb dich jetzt bei Trox, denn nur mit dir sind wir Trox.